Hallo Freunde, wir haben uns heute mal ganz leckere Bananen-Nutella-Muffins gebacken. Die gehen wirklich ganz schnell zu machen und man kann ältere gereifte Bananen dafür aufbrauchen und verwenden. Also wir zeigen euch, wie es geht. Bleibt dran, viel Spaß, die sind wirklich super lecker. Wir haben noch zwei Bananen übrig und da habe ich jetzt überlegt, was machen wir damit? Einfach mal ein paar Bananen-Muffins. Und wir machen dafür erstmal den Teig, so wie wir den immer machen, unseren Löffelteig. Das wird dann wieder so ein Löffelkuchen. Wir brauchen 6 Esslöffel Mehl. 1, 2, 3, 4, 5, genau 6 Löffel. Ja, wie appetitlich. Dann brauchen wir wieder 5 Esslöffel Zucker. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir 4 Esslöffel Milch. 1, 2, 3, 4. Dann 3 Esslöffel Öl. Ich habe hier immer noch so einen kleinen Rest. Das muss da mal irgendwann mal alle sein, aber wird immer mehr. 1, 2, es ist immer noch was drin. 3. Dann 2 Eier, die habe ich schon mal in der Tasse erstmal aufgemacht. Man weiß ja nie. Hast du gelernt, ja? Ja, ach Mensch, man darf immer ja nicht so nachlässig sein. 2 Eier, Vanillezucker und ein halbes Backpulver. Das war schon. Ein halbes ist jetzt immer so eine Sache, aber ungefähr ein halbes. Ganz zum Schluss 2 schöne reife Bananen. Schneide ich erstmal mittig. Hier nochmal so schräg, also nochmal mittig, damit wir kleine Stückchen kriegen und dann gleich rein hier in den Top. Das ist dann jetzt erstmal alles, was wir für den Teig brauchen und das lassen wir jetzt gut in der Küchenmaschine verrühren. So, dann haben wir jetzt hier so einen flüssigen Brei. Wenn da jetzt noch ein paar Bananenstückchen drin sind, ist nicht schlimm. Kann man ruhig noch mal ein bisschen Bananenstückchen drin haben in seinem Muffin. Ja, Muffin. Und dann werden die jetzt portioniert. Kommt das Nutella ins Spiel. Da machen wir jetzt immer ein Löffelchen von dem Nutella hier oben drauf. Also immer so ein Löffel in den Muffin rein. So ein Teelöffelchen. Das ist ja raffiniert eingefädelt. Ja, das wird noch raffinierter. Hoffste. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also immer ungefähr so ein Teelöffelchen, das klebt wie Hulle, das Zeug. Da müsst ihr immer mal gucken, dass es einigermaßen so hinhaut. Und jetzt wird das Ganze wie so ein Marmorkuchen ein bisschen verrührt, dass man so ein, ja, ein bisschen verteilt das Ganze. Ist ja nicht so einfach, das ist viel zu fest. Oh. Aber geht so einigermaßen. Was nun, geht oder? Ja, das geht. Man muss da erstmal die ersten 50.000 gemacht haben und dann geht das einigermaßen. Nur, dass es nicht so ein Klecks bleibt und selbst wenn es so ein Klecks bleibt, ist es auch nicht schlimm. Ja. Dann hat man in der Mitte nachher einen Schokoklecks. So, und jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad, wie immer, für 15 bis 20 Minuten in den Backofen oder bei Heißluft bei 160 Grad. So ihr Lieben, ich habe meine Muffins ein bisschen zu lange drin gelassen, weil man ist ja immer mal wieder abgelenkt. Aber die sind trotzdem super geworden, also keine Panik, selbst wenn ihr die ein paar Minuten länger drin hattet. Weil durch diese Bananenzeugs da drin, also diese Bananenmasse, dann werden die trotzdem richtig schön weich. Wir machen jetzt einfach mal eben auf
damit er mal sieht, wie die jetzt von innen aussehen. Den habe ich schon gegessen, weil ich ja Panik hatte, dass die nicht gut sind. Aber die sind trotzdem richtig schön fluffig und drin dieses schöne Nutella-Innenleben. Also das ist doch wohl wirklich edel. Jetzt könnt ihr noch überlegen, ob er Cupcakes draus macht und noch eine irgendwas drauf spritzt, eine Buttercreme oder so. Aber wir lassen die jetzt dieses Mal so ohne Creme. Muss ja nicht alles immer mit Creme sein. Nee, weil es ist ja gefüllt. Die sind richtig lecker. Probiert es aus. Wenn ihr Bananen habt, die ein bisschen drüber sind, dann macht damit Muffins. Geht schnell, einfach und super lecker. Also. So, ihr Lieben, das sind wirklich ganz tolle Muffins geworden, die wirklich ganz einfach und schnell gehen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir so finden oder machen.